Moin Moin Sportsfreunde, ich heiße euch heute wieder recht herzlich willkommen bei mir am Taubenschlag. Ja, es ist kurz vor dem angesagten großen Sturm, der heute kommen soll. Und ich begrüße euch heute mal aus einem anderen Abteil. Das ist unser kleiner Zuchtschlag hier. Da sind 6, 7 Paare drin, ein paar da oben. Bei dem alten Vogel sind diesmal die Eier leider faul. Der ist 10 Jahre alt, weil der braucht wahrscheinlich ein bisschen Wärme. Sonst hat er immer alles befruchtet. Das wird schon. Ansonsten liegen hier überall Eier. Bei den Tauben. Das ist der Schlag von meinem Freund Michael. Den ich ja schon öfter mal erwähnt habe hier bei mir. Beziehungsweise ist es ein kleiner Zuchtschlag, der hat auch noch eine große Barriere. Und da sind auch nochmal 14 Paare drin. Ich wollte euch nur einmal den zeigen, den Schlag. Von vorne reißt er den, beziehungsweise wird das hier der Jungtierschlag. Da kommt hier an der Seite noch was hin, dass sie da von vorne reinlaufen können. Hier quasi hier so ein Meter. Ja, hier fliegt aber noch eine rum. Ne, Mäuschen? Komm mal her. Ja, alles gut. Dass hier quasi rechts neben dem Einflug noch ein Einflug für hinten ist. Und das sind seine Reisetauben. Er ist ja so der Weitstreckenspieler. Und ja, das war's damit. Ja, ihr Lieben, ich habe Holz besorgt. Ich will jetzt auch, wenn der Sturm durch ist, nächste Woche anfangen hier zu bauen wieder. Ich habe Platten besorgt, weil ich meine Jungtauben dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben verdunkeln werde. Das heißt, ich habe Siebdruckplatten gekauft. Die werden dann mit Scharnieren hier festgemacht, dass ich die runterklappen kann. Und hier unter kommen, habe ich auch noch diese Winkel gekauft, dass ich die hier ranmachen kann. Und dass das denn ein großes Anflugbrett ist. Das ist rechts und links und in der Mitte lasse ich das. Da mache ich oben dann eine kleine Klappe vor, die ich dann regenerieren kann. Und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja, ihr Lieben, dann gehen wir mal im Jungtierschlag, damit ihr auch seht, wie die sich entwickeln. Ich habe jetzt zwei Jüngere hier noch zugesetzt, den Schimmel und den einen Gehämmerten. Die haben beide noch keine Telefonnummer um. Muss ich jetzt noch machen. Ja. Ich glaube, die sehen recht gut aus. Entwickeln sich gut. Kriegen immer noch Erdnüsse, Hanf und Sämereien. Quatsch. Keine Sämereien und Mais. Und ja, tatsächlich, ein Bekannter von mir hat gesagt, die werden so fett dadurch. Finde ich aber überhaupt nicht. Ist alles in Ordnung. Und die entwickeln sich eigentlich prächtig. Ne, jeden Tag frische Mineralien, das finde ich immer sehr wichtig. Gerade in der feuchten Zeit ist das wichtig, weil sonst können sich da schnell mal Pilze bilden und das ist nicht gut. Und im Sommer, wenn Staub auf den Mineralien ist, dann fressen sie das sowieso nicht. Deshalb mache ich immer frisch. Ne? Ja, hier unten sind jetzt doch zwei Bronzene, nicht nur einer. Hatte ich ja letztes Mal gesagt. Und ja, ansonsten liegen hier jetzt natürlich nicht viel Junge. Bei zwei Paaren hatte ich ja schon mal gesagt. Mal eben die Tränke hochstellen. Vorderinne. Hier sind zwei. Der eine ist 2 Tage später geboren. Der holt ihn aber noch ein, der wird gut gefüttert. Und hier haben wir auch noch zwei. Kann ich, glaube ich, auch schon. Ja, die kann ich gleich bringen. Muss ich mir den aufschreiben. Und die anderen haben alle Eier liegen. Ansonsten gibt es zur Schlacht nichts Neues. Ja. Die waren jetzt 5-mal draußen. Sind schon mal ein bisschen hochgehüpft. Ein bisschen. Ein paar Meter über die Erde gegangen, aber dann gleich wieder runter, so wie das sein soll. Und dann gucken wir mal weiter. Hier unten liegt jetzt ein Ei, da sind ja noch die beiden Jungen, da unten liegen ja auch Eier, da hinten immer noch, hat sich nichts geändert, die müssten zum nächsten Video, glaube ich, auch schon bald rauskommen. Oder? Dienstag? Nee. Die müssten nächste Woche Sonntag oder Montag schlüpfen. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Aber ich glaube, ich vertue mich nicht. Ja, zwischendurch mal, ich habe noch einen Gutschein bei für die Facebook-Meisterschaft bei Tauben-Versteigerung bei Martin Gebert.
zurzeit drinne. Das ist der letzte Gutschein, den es von mir dieses Jahr gibt. Und da könnt ihr gerne noch kräftig drauf bieten. Ich glaube, das läuft entweder bis morgen Abend oder bis Sonntagabend. Da stehe ich aber wieder unter dem Namen Raphael Hagemann. Raphael und Ida Hagemann natürlich. Und ja, da kann man die letzten beiden Jungen noch ersteigern. So. Hier sieht das natürlich ein bisschen wüst aus. Die tränken nämlich gleich mit hoch. Den Eimer auch. Und die Gießkanne auch. Dann gucken wir hier nochmal einen Windverschlag. Wir haben jetzt tatsächlich die beiden Weiber, die so lange verpaart waren und nicht gelegt haben. Die 223 und unten die 349. Die haben jetzt doch beide gelegt. Da ist sie. Beide das zweite Ei, die Vögel müssen sitzen. Das schlüpft bis nächste Woche, also bis Sonntag. Hier müsste das eine Junge, ein Ei, weil hier nicht befruchtet, auch schon bald da sein. Ne? Nee, das ist noch nicht, dann ist das eine andere Zelle gewesen. Das sagen wir ja, genau. Hier die Zelle. Die sind nochmal aus dem Zuchtschlag umgelegt, die beiden kleinen Mäuse. Die sind gerade frisch geschlüpft. Und die hier müssen auch bald kommen. Ja, sind beide angepickt. Kommen denn auch. Und die Weibchen, die jetzt gelegt haben, wie die und die. Und die da, die hat das zweite Mal gelegt, ist immer gefährlich, aber kann man nichts machen. Zurzeit hauen die richtig Mineralien weg, der Pott war voll. Die schmeiße ich jetzt die nächsten Tage, also die lasse ich jetzt 8 Tage brüten. Und dann kommen sie Weibchenschlag. Und der Weibchenschlag wird nochmal umgebaut. Ich habe heute bei einem Sportsfreund im Internet, beziehungsweise gestern habe ich das gefunden. Oh, hier muss ich echt mal wieder bei. So. Habe ich das gefunden, der baut Sitzregale und da werde ich mir jetzt heute Abend ein Sitzregal bestellen. Ich habe ihn heute schon angerufen, da sagt er zu mir, ich kenne deine Stimme doch, du bist doch Taubensport Nordheide. Ich sage, ja, das stimmt. Ja, ist schon was Besonderes, wenn einen viele Leute so erkennen. Ja, auf jeden Fall kommt hier ein Sitzregal ran. Mal gucken, ob mit Türen, wenn es geht. Ansonsten muss ich mir da selber Türen für bauen. 40 Zellen, Sitze sollen denn hier rein. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. Aber ausprobieren. Dann kommen die Sitzecken drüben im Jungtierschlag. Ja, ich werde es euch zeigen, wenn es fertig ist. Da könnt ihr sicher sein. Das Weibchen legt heute. Die hat nämlich schon ein Ei drin. Und dann kommen hier ja auch, wenn die Jungen so weit groß sind, kommen auch direkt die Zellen hier rein. Ja, dann haben sich hier eigentlich die Vögel jetzt so weit eine Zelle gesucht, also die noch fehlten, der Schimmel, der ist sich noch nicht so sicher. Hier sitzt jetzt der Scheck, da hinten in der Ecke, normalerweise sitzt er auf seiner Zelle. Dann sitzt da unten die Gehämmert-Scheck mit den hell gehämmerten Vogel, der da gerade rumbeißt. Die haben jetzt die Zelle. Den Schimmel will ich da unter rein haben. Und der 68, der blaue Vogel mit der Blauscheck hier unten. Nee, das ist falsch. Die 399. Da hinten in der Ecke sitzt er und sie auch. Ja, auf jeden Fall haben die sich jetzt soweit alle Zellen gesucht. Ich kann dir mal einmal nochmal meine Jungen zeigen. Hier sind die Jungen aus der 109. Die haben ja letzte Runde dieses Möfchen gebracht. Jetzt ist er wieder so ein schöner Scheck. Hier ist das Junge aus 172. Ist gut, ne? Ist gut. Schon gefüttert. Ja, und hier oben liegen die Jungen aus dem 240 drüben, aus dem 5. Astvogel. Dann sind hier noch 2. Und hier 1. Bin ich mal gespannt, welche Farbe das kriegt. Aber mit Glück ein bisschen schimmelig. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Lassen wir uns überraschen, ne? Komm mal hier, Süße, komm mal her. Dieses Züchten aus den Tauben hat nicht nur den Grund, dass man dann sieht, ob das auch Zuchttauben werden können. Für mich, dieses Züchten hat auch tatsächlich den Hintergrund, dass ich dann diesen Kontakt zu den Tauben wieder mehr
herstelle. Das heißt, ich gucke mir jeden Tag ja die Jungen an, habe ich euch ja schon mal gesagt, und spiele mit denen. Aber auch die Alttauben, dass ich die ruhiger kriege und an die Hand kriege nachher. Ne? Bei den Vögeln ist das immer ganz gut. Das habe ich letztes Jahr hier als Pilotprojekt mal ausprobiert. Hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Das hieß zum Beispiel der 29, mein bester Jähriger. Ja. Und der 646, der leider ja ausgeblieben ist, und auch der 272, die waren ja zuerst so handzahm und haben immer gekämpft. Er hier oben auch immer noch. Ne, mein Digga? So waren die alle. Und das waren halt gute Vögel. Die sind leider beide ausgeblieben, außer halt der 929. Und das ist halt das, was mir viel Spaß bereitet. Und was auch sinnvoll ist, um die Tauben an die Hand zu kriegen. Ja, ihr Lieben, ansonsten gibt es nichts Neues. Ich wünsche euch, dass ihr nicht wegfliegt. Bleibt gesund. Bereitet eure Tauben gut vor. So lange ist es nämlich nicht mehr. Wir haben Februar. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert mich gerne. Lasst ein Like da. Kommentiert, stellt Fragen. Irgendwann werde ich auch nochmal die Jungtauben vorstellen. Und dann schauen wir mal weiter. Bis dann. Ciao, ciao.